Und damit willkommen zurück zu Cradle. Wir rüsten jetzt den Schlüssel aus und machen dieses Schränkchen auf. Es hat funktioniert. So, was ist denn das jetzt hier? Das ist doch was ganz Tolles. Flashlight Attachment. Nehmen wir mit. Ein Foto. Kambo Lama replaces his body stamp. Bzzze. Das ist ein Büchlein und draußen fährt ein Krankenwagen lang. Leather Case. Passport. Passport. So. Wir gucken mal. Grandpa Bajins Tagebuch. Da sind so ein paar Hinweise bzw. Notizen. Und ja. So, da ist eine Nachricht für Annabish mittendrin. So, ich kann jetzt sagen, ich lese nur das, was an mich gerichtet ist. Oder ich lese alles. Ich lese nur das, was an mich gerichtet ist. So, Annabish. Wenn du diesen Brief liest, heißt das, dass deine Neugier dich in deine Vergangenheit geführt hat. Zu deinen Vorfahren. Nur deine Eltern. Die Habseligkeiten deiner Eltern sind in der Kiste weggesperrt. Ich will dir den Key geben, beziehungsweise ich werde dir den Schlüssel dazu geben, mit dem du die Kisten öffnen kannst. Aber wisse das. Nichts darin wird dir Antworten geben. Bevor du dir nicht die richtige Frage stellst. Was ist denn die richtige Frage? Okay. Von allen möglichen Pfaden wird dich nur einer zu der Frage führen. Finde diesen einen wahren Pfad. Und irgendeine andere Scheiße. Okay, es geht weiter. So, ich brauche ein Ray of Phantom Light, um meinen Pfad zu erleuchten. Und einen weisen Hinweis, um irgendeine Entscheidung treffen zu können. Okay. In dem Schränkchen liegt ein rundes Objekt. Gut, das habe ich aufgesammelt. Damit kann ich den Hinweis finden. Dann geh zu meinem Grab. Stell dich auf den größten Stein und sieh dich um. Benutze den Aufsatz mit der Taschenlampe. Sieh dich ordentlich um und du wirst den Spot sehen, von dem du anfangen kannst. Okay, gut. Supi-dupi, wir müssen also mit der Taschenlampe leuchten. Die packe ich kurz mal ein. Zack, und jetzt haben wir eine neue Aufgabe, die lautet folgendes. Find an attachment to the flashlight, habe ich doch schon. So, wir nehmen das mal. Fallen gelassen, weil ich blöd bin. Ach so, warte mal, wir müssen die Taschenlampe kurz mal hinwerfen. Dann machen wir das so. Zack, aufgesammelt. Flashlight Attachment. Perfekt. Und nun, neue Aufgabe. So, gut. Ich muss noch irgendeine Parabel lesen. In dem Buch unter dem Altar finde... Okay, warte mal. In dem Buch unter dem Altar... Moment mal kurz. Ja, Foreign Letters. Ist es das? Nee. Das ist es nicht. Ist hier noch irgend so ein Buch oder was? Wo ist denn hier so ein Buch? Ich sehe kein Buch. Ich sehe kein Buch. So, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir machen das so, dass ich jetzt einfach nur rate. Oh, warte, hier. Neo-Buddhists Fables, Short Morality Tales, One of... Der Pfad. Sitarasana hat einen neugierigen Gedanken. Wer waren ihre Eltern? Hey! Was denn jetzt? So, pardon me, Parents Home. Guided Path. Came out. 6 days and 6 nights. Alternating between the sun and the moon and changing direction until she reached a meadow flooded with... Ich verstehe. Es geht um Sonne und Mond. Das ist schon mal klar. Mehr muss ich nicht wissen. Den Rest finde ich schon einfach so raus, weil ich super schlau bin. Wir müssen das Grab des Großvaters finden. Es ist ein großer Stein. Da hinten ist es wahrscheinlich. Ist es dieses hier? Das Grab des Großvaters. Da steht doch der Name. Bajin Dalha. Ja. Gut. Von 2003 bis 2072. So alt ist er ja nicht geworden jetzt. So gut, da ist doch was, guck mal.
Sonne und Mond. Ich verstehe. Sonne und Mond, Sonne und Mond, Sonne und Mond. 6 Tage. Sonne, Mond, Sonne, Mond, Sonne, Mond, Sonne, Mond. Okay, wir gehen also jetzt hier erstmal lang. Mal gucken, wo wir hinkommen. So, da wären wir. Jetzt ist der Mond dran, denn da stand irgendwas von wegen immer am Wechsel. Wo kommen wir denn hin jetzt? So, jetzt wieder Sonne. Da lang. Auf geht's. Ich bin schon ganz gespannt, wo das hinführt. Und jetzt wieder Mond, oder? Ich hab nicht aufgepasst. Wir kommen bestimmt irgendwo raus. Ich weiß nicht wo. Und jetzt wieder Sonne. Wo ist denn das Ziel? Und jetzt wieder Mond. In diese Richtung. Sind wir fertig? Und wieder Sonne. Hallo? Und jetzt Mond. Sind das jetzt schon 6 Tage? Ich weiß es nicht. Sonne. Hoffentlich kommen wir jetzt an, Mann. Sonne und Mond. Dem Mond müssen wir folgen. Dem Mond müssen wir folgen. Hallo? So, und jetzt wieder... Was? Wer bin ich? Okay, das muss die Frage sein. Wer bin ich? Wir müssen geradeaus gehen. Weg mit der Taschenlampe. Da war ich doch schon mal. Erinnerst du dich? Da konnte ich so eine Frage eingeben und es hat mir gesagt, du musst diese eine wichtige Frage stellen. Und ich wusste sie nicht. Aber heute, wer bin ich? Gut, das ist richtig, Annabesh. Wer bin ich, ist die Frage, die dich zum Geheimnis deiner Vergangenheit führt. Du bist einen Schritt davon entfernt, um das Mysterium zu lösen. Ich habe dir einen Schlüssel versprochen, mit dem du die Kiste deiner Eltern aufmachen kannst. Der Key ist genau hier vor mir. Gut, danke schön. Darf ich ihn nehmen? Nee. Ja, die Dinge in der Chest gehören Zambul und Sarnai. However, even in your relatives, they had a son of their own once, but he had died in that explosion under the dome. He was 5 years old and his name was Shagatai. Shagatai war bestimmt der andere. Der andere, der mit dem Kind geredet hat, ne? So, ein paar Tage nach der Explosion kam ein goldener Adler an und hat einen Menschen getragen oder sowas. In front, und er hat diesen Menschen vor die Tür gelegt, quasi. Ich war dieser Mensch, ich bin der Goldene. Ich wurde von einem goldenen Adler gebracht. Wo du herkommst und wer du bist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Von diesem Tag an. The home of my late son became a haven for you and Ongots. I was not repulsed by the strange appearance of your bodies. My bodies? Okay. Ja. Chagatai features on your face became unmistakable. Goodbye forever, your grandfather Bajin. Bajin. Gut. Ihr habt verstanden, worum es ging, ne? Ich bin mit einem goldenen Adler aufgetaucht. Und das war's. Nehme ich? Was ist das? Empty Envelope. Okay, ein leerer Umschlag. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen die Kiste öffnen. Und da mache ich mich jetzt direkt dran. Und hoffentlich müssen wir noch mehr Briefe lesen, die total kompliziert sind, wo man kaum was versteht. Gut. Machen wir auf hier mit dem Schlüssel des Todes. Ist offen. Was ist denn hier so drin? Guck mal. Was ist das denn? Ich kann es nicht rausnehmen. Ich habe keinen Gebrauch dafür. Das ist so eine Art Sattel oder sowas. Okay, was ist das? Ah, eine Lampe. Nee, ein Fernseher. Brauche ich auch nicht. Bücher. Zeitschriften. Okay. Noch mehr davon. Mann, diese Geheimnisse, ne? Was ist das? Ein Radio.
Das hat's ja gebracht. Oh, jetzt kann ich die Kiste wegnehmen. Verschwinde, Kiste, auf mein Bett mit dir. Und jetzt geht es los. Das Licht geht an. Was ist das denn? Das ist so ein Morsegerät oder sowas. Kann ich es benutzen? Nee. So ein paar Wollbälle, du weißt schon. Wollknäuel. Damit können wir nichts anfangen. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Gebrauch dafür. Was ist das denn? Eine Rakete. Interessant. Ein Bild. Von mir und meinen Eltern. Beziehungsweise von irgendwelchen Leuten. Ich habe keine Ahnung. Ein paar Stiefel. Ich möchte sie weglegen. So. So ein paar Laken oder Handtücher. Das ist auch ganz cool. Braucht kein Mensch, Mann. Die Vase ist runtergefallen. Ich habe alles kaputt gemacht. So, was ist denn das jetzt? Packs of letters. Mark and Ida. I've already written you about him. Hey. Well, a few years back he'd met a girl. He says they saw each other only once in a company of friends. And somehow, the way she looked at him, he's been dreaming of that moment ever since. Okay, Mark und Ida haben sich quasi verknallt. Liebe auf den ersten Blick. So, Mark spricht von einer seltsamen Sensation. Er nennt es Babylonien-Effekt. Okay. Zambul and I love in return. The sensation is totally normal, Mark. We've studied it thoroughly long ago. Kick your science to the curb and go to Ida before she gets her body replaced. Er war einfach nur verliebt, Mann. Das ist es. Was noch jetzt? Mark war in Ida verliebt. Mehr musst du nicht wissen, Mann. So, ich hab's gefunden. Du und Mark habt euch schon mal getroffen. Vorher. I found it. You and Mark had met once before. Yes, I already know. I remembered it. Okay, gut. Mark nannte es einen speziellen Moment. Mark was recalling some kind of special moment. Nothing so special that it stayed with me. Except maybe there was this strange sensation. Was für eine Sensation? A sensation? Yes. Sometimes I get a peculiar feeling. It somehow resembles anxiety, but only partially. I can't really describe it. It is a sad, pleasant feeling. I had felt it again that particular evening, and... Und was? And what? Anibish, I'm about to shut down. Mann, warte doch mal, wir sind noch nicht fertig damit, um herauszufinden, was mit dir passiert ist in der Vergangenheit. Wait. We're not done figuring out your past. And we won't. I am out of time. I received a message. Von wem? From whom? From my neurochip. Ooh. Only the neurochip writes in red letters. I'm being informed that it is self-destructive. Know what I can do? Was denn? What? Split myself in two. Was meinst du? What do you mean? When I shut down, my upper half will split from my legs. Warum denn? Why? I've no clue. That's just how my body works. I can show you. Watch. Warte mal, nee. Hör mal zu, Ida. Wait, don't. Ida, listen. I'm listening. Vielleicht gibt es noch einen Weg, das Ganze hier irgendwie in Ordnung zu bringen, also... Maybe there's still a way to fix everything. Fix everything? Well, there is a way. If you can travel to the past and pass 4 digits to Professor Koch, that would fix everything. Das ist ein guter Witz. Fix. Everything. Oh Gott, deine Augen sind rot. Was passiert denn jetzt? So, du bist tot. Spiel vorbei. Tschüss. Ich sehe einen weißen Punkt. Oh, Gottes Willen. Game saved. Game saved. Was passiert jetzt? Ida. Du bist auseinandergerissen. Dein Kopf ist abgefallen. Das kann ich so nicht gutheißen. Ich nehme deinen Kopf mal mit. Okay, wo ist deine Brust? Deine Brust ist abgefallen. Alles ist kaputt. Ich nehm dich mit, Alter. Hörst du, Alter? Ich bring dich nach Hause.
Das ist echt creepy, Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Warte mal, Aufgabe. So, wir müssen also zu einer Powerful... Oh Gott, ist das eklig, Mann. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwo hinlaufen, Mensch. Zum Blitzeinschlagsort. Falls irgendwo ein Blitz einschlägt. Oh, Alter, haltet euch, Poppe. Gut, hoffentlich, ich häng fest. Diese Action, ne? Diese Action ist echt so krass. Will ich das überhaupt wissen? Hoffentlich können wir jetzt zurückfahren mit dem Ding. Ich hänge fest. Okay. Let's go. Geht das jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich habe dich mal kurz hingelegt, denn ich muss mich kurz hier hinsetzen. Auf geht's. Bleib schön liegen, Alter. Wenn die jetzt runterfällt, ne? Das wäre ein bisschen blöd. Wer hat denn dieses Wetter bestellt? Ich dachte, wir sind in der Wüste. Okay. Okay, Regen ist überhaupt nicht schädlich für mechanische, elektrische Geräte. Das ist toll. Ich mach mir keinen Kopf. So, Alter, wo ist denn die Quelle der Elektrizität? Hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn hin mit dir? Warte mal, hier ist was. Das Ongott! Ongott, hilf mir! Was? If I position Ida vertically... Ongott, hilf mir! Ongott, hilf mir! Was ist passiert? Okay, da ist sie. Was mache ich jetzt? Ich muss das Kabel hier irgendwie reinstecken. Moment, Moment, Moment. Electric Cable, da ist doch so ein Cable. Na? Ah, bist du verrückt? Das ist ganz schön heiß, Mann. Okay, ich hab's. Alter, warte, ich steck dir den Stecker unten rein. So. Wo denn jetzt? Hier. Einfach unten rein. Es funktioniert. Ich hab einen Schlag bekommen, Mensch. Es funktioniert nicht. Jetzt raste mal nicht so aus, Stecker. Wie geht denn das jetzt? Hier hinten. I haven't removed the lid from the back. Mein Gehirn tut langsam weh. Ah. Bleib sitzen, bleib stehen. Mann, du blödes... Wie so eine bockige Schlange. Hier. Zack, geht's jetzt. Was passiert denn jetzt? Ida! Oh Gott! Und ich! Das goldene Kind! Gehst du jetzt wieder an, bitte? Ich habe keinen Powerknopf dabei. Geht's mir noch gut? Geht's dir gut? Geht es uns gut? Hm? Bist du da? Are you there? Ida. Ida. I'm here. Wie fühlst du dich? How do you feel? Strange. Seltsam, in welcher Art und Weise? Beschreibe deinen Zustand. Ganz genau, bitte. Strange? In what way? Describe your state. I feel anxious. Das ist gut. That's good. Good? Ja, jetzt geh bitte nicht aus. Guck mich an. Yes. Just don't shut down. Look at me. Why? Ich erkläre dir alles später. I'll explain everything later. Was soll ich denn jetzt erklären? Guckst du mich jetzt auch an? Was ist passiert? Was passiert jetzt? Da hat's eingeschlagen und das Spiel hat sich nicht aufgehangen. Okay, das ist gewollt. Thank you.
So, ich habe das mal rausgenommen, denn ich kann sonst nicht sprechen. Diese Musik ist ziemlich laut. Wir sind am Ende. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Ende war. Ich meine, ich wollte Ida doch noch alles erklären, aber was wollte ich hier erklären? Dass sie verliebt war in Mark. Tja, der Zug ist abgefahren. War schon ein nettes Spiel, muss man sagen. Es war ein bisschen einseitig mit den Würfelrätseln bzw. den Würfelaufgaben. Aber das ist nicht so schlimm. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie durch. Wir haben das Rätsel irgendwie gelöst. Sie waren verliebt. Aber wieso ist dieses Kind explodiert? Ich weiß es nicht. Wie so vieles andere. Ich weiß es einfach nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, du hattest Spaß bei diesem Projekt und wir sehen uns dann in einem anderen Projekt wieder. Ich weiß nicht, was es sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Live there.
Das habe ich doch gern gemacht.